Gut, dann können wir jetzt erstmal anfangen umzuräumen. Denn diese ganze Wand wird jetzt auf diese Festplatten gespeichert. Erstmal alle drei. Dadurch wird natürlich, ja, wenn man mal umziehen möchte, das Ganze auch leichter. Wobei, Essen kommt hier mit. Das soll Standard Search sein. Die Axt behalte ich auch mal genauso wie die Schaufel. So, einmal alles her damit. Und rein da. Ja, gut, gibt spannendere Aufgaben, aber so ist das nun mal. So. Dadurch wird gleich das ganze Craften oder generell Handwerkeln, was auch immer, halt um einiges leichter gehen. Vor allem, weil es schneller geht. Man kann da, hat ja hier Zugriff auf alle Items, die können automatisch in das Crafting-Feld gezogen werden. Also kann man da mit NDI einfach Shift-Klick, fertig. Und gut ist. So, hier ist noch Glas drin. Hier sind auch Nahrungsmittel drin. Oh, dann kann man die eigentlich schon mal abreißen. Joa, und die hier damit. Hier können natürlich dann auch alle rein. Hoppala. Den nehmen wir mal wieder raus. Hier ist nichts drin. Auch eigentlich kann ich auch einfach alle kaputt machen. Geht ja so erstmal nicht. Interessant, was sind denn das für Grafikfehler? Hm, so geht's. So nicht. Interessant. Naja. Erstmal alles rein hier. Das war wohl gerade für einen Moment zu viel. Also, ich meine, es ist so, dass. Kann auch sein, dass ich gerade Schwachsinn erzähle. Aber ich meine, es ist so, dass das System am Laufen zu halten, das kostet praktisch keine Energie. Also minimalistisch. Aber solche Operationen halt, also was reinnehmen, rausnehmen, craften, das verbraucht dann schon etwas mehr. Und ja, aus dem Grunde kann es wohl gerade auch zum Shutdown gekommen sein. Also schnell ist was anderes. Aber so hat man auf jeden Fall einen ganz guten Überblick über das, was man hat. So, alles rein da. Okay, ach ja, ich war ja noch am Erzählen, was für Mods noch dazu kamen. Und zwar die Mod, die ich manuell hinzugefügt habe, ist die Catwalk Mod. Und wie der Name schon sagt, sie fügt Laufstege hinzu. Also jetzt nicht hier von Heidi Klum oder so, sondern hier, wie man sie eben aus Fabriken und so weiter kennt. Oder vielleicht kennt. Kann man wohl noch zeigen. Also die sind gar nicht mal so schwer herzustellen. Kann man mal kurz hier. Catwalk. Das hier ist der normale. Da braucht man halt nur Steel Grate, was ironischerweise aus Eisen besteht. 5 Eisen sind 16 davon. Wir brauchen 3 für 8. Also sehr günstig. Dann gibt es hier noch Cage Ladder und man kann sie noch eine Lichterkette im Prinzip dran machen. Ja, und durch die Lichterkette leuchten die Dinger, kann nichts drauf spawnen. Alles tutti. Davon werden wir auf jeden Fall einige verwenden. Vor allem, weil die auch total geil aussehen. Und ja, dann hat man hier mal eine schöne Übersicht, kann die komplette Basis in eine riesige Fabrik umwandeln. So, wow. Heiliger. Also danach hat man garantiert keinen Hunger mehr. Wow. Wer hat denn so
Egal. Es gibt bestimmt auch eine Mod, die dafür sorgt, dass man da so eine große Hungerleiste haben kann. Und dann braucht man so ein Ding natürlich. Ach, hier ist ja noch mehr drin. Gut. Ach ja, andere neue Mods in dem Pack ist mir gerade eingefallen, sind Gennys oder Garys oder keine Ahnung, Surface, Nether und End. Da werden dann halt in der Oberfläche, Nether und im End, wie das Ganze schon sagt, neue Items hinzugefügt und neue Blöcke, glaube ich, auch. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Müssten wir da mal bei Zeiten gucken. Da kommen wir bestimmt noch dazu. So, dann kann die jetzt auch abgerissen werden. Schon voll? Na gut. Und das Ganze nimmt ja schon um einiges weniger Platz weg. So. Ist das geil. Ja, das kann sich doch so sehen lassen. Und bisher haben wir zwei Festplatten von den Typen voll und die dritte gerade erst angefangen. Geht also alles. Der Raum wird dann hier entsprechend so umstrukturiert, das werde ich hier, glaube ich, noch ein bisschen breiter machen, dass hier die ganzen Maschinen Platz haben. So, das kommt alles mit. Die Kisten draußen können wir dann auch leer machen. Muss ja nicht sein, dass die Kisten die ganze Zeit vorm Haus stehen. Was sollen denn die Nachbarn denken? So, gut, jetzt muss man natürlich momentan noch etwas laufen. Aber wir können ja noch mehr von den Terminals machen und alle Terminals haben Zugriff auf das gleiche Inventar. Beziehungsweise nicht nur auf das gleiche, sondern sogar auf dasselbe. Wir müssen halt einfach nur alle mit den Kabeln entlang führen und darauf achten, dass wir immer genug Channel frei haben auf dem Kabel, weil wenn man mehr Channel benutzen möchte, als das Kabel hat, dann kann es auch sein, dass einfach mal überhaupt nichts mehr funktioniert. Und das ist alles andere als erstrebenswert. Darum einfach ein Auge drauf haben. Es gibt dann noch die Smart Cable, damit ist das um einiges leichter. Und für die Smart Cable können wir, glaube ich, heute noch, also diese Aufnahme, ein paar Vorbereitungen treffen. Die Hauptkomponenten sind eigentlich nur diese Kabel und Redstone und Dings. Glowstone. Allerdings brauchen wir auch noch Wolle. Ja, und für Wolle dachte ich mir entweder Schafe oder man nimmt einfach die, weil die Farbe von der Wolle wird, meine ich, nicht übernommen. Dann kann man nämlich auch einfach die Hemp-Faser nehmen. Und ja, sich daraus dann immer Wolle craften, wenn man welche braucht. Das geht ja dann auch. So, alles rein, alles rein. Ja, das geht leider nicht. Also mit Steuerung gedrückt halten, während man Shift klickt. Das will er gerade nicht. So. Gleich haben wir es aber hier schon mal. So. Gut, und dann ist natürlich auch eine der nächsten Aufgaben, eine ordentliche Erzeverarbeitung zu initialisieren, weil es kann ja nicht die ganze Zeit nur bei den beiden hier bleiben. Da muss schon mal langsam was Größeres her. So, und ich glaube, da das langsam echt öde wird, hier die ganze Zeit zuzugucken, gibt es jetzt einfach mal ein kleinen Cut und ich werde den Rest offscreen hier reinsortieren. Also bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Hab jetzt ein bisschen rumsortiert, also Items rumgeschoben. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das war alles, was wir jetzt in den Kisten hier im Umland so haben. Und ja, kommt ein bisschen was zusammen. Hier oben können wir jetzt aber irgendwas suchen. Blablabla. Findet er natürlich nichts. Wenn wir jetzt zum Beispiel Quarz eingeben, alles, wo Quarz drin vorkommt. Hier wird dann gleich mitgesucht. Ja, gar nicht schlecht. Oh, Aquabean. Naja, egal. Gut, damit können wir jetzt auf jeden Fall schneller craften.
Die Kisten können wir dann auch noch irgendwann mal anschließen. Ach ja, was hier drin ist, also zumindest die Prozessoren, können die mal mit rein. Gut, Skystone, will ich das ME-System jetzt erstmal weiter ausbauen oder will ich. Erstmal kann ich ja mal gucken. 1K, ups, 1K. 1 nimmt er nicht. Okay. Cell. Gas? Okay. Cool, das ist neu. Wir können Gas speichern. Interessant. Ja, okay. Cool. Weiß ich noch nicht, wozu wir das gebrauchen können, aber nehmen wir es mal hin. So, hier, da. Das. Das ist Storage. Ah, okay. Nehmen wir hiervon mal so ein paar mehr. Haben wir 14 davon. Na toll. Eine mehr und wir hätten 5 weitere. Die würden hier alles schön voll machen. Dann nehmen wir da ausnahmsweise mal den richtigen Quarz. So, ein mehr. Und zack. Und wiederum. Ups. Nee, doch. Okay. Und alle rein. Gut, damit ist dieses Laufwerk jetzt voll. Und wir haben, glaube ich, erstmal genug Speicher. Das wird sich allerdings wahrscheinlich auch in der näheren Zukunft sehr schnell ändern.